Kaffee fertig für die Milchmaschine. Das ist eine Geschichte, die ich geschrieben habe im April 2020 anlässlich der Corona-Informationen vom Gemeindeblatt Kernried. Alles sei gut im Stall bei den Kühen. Jede hat die bis dahin gefressen, wie sie müssen. Und mit der Melcherei sind nur noch drei von diesen 42 Milchkühen im Hinterlig. Hat Dino gesagt, als er zum Mittagessen an den Tisch gehockt ist. Rosi, seine Frau, hat gemeint, das sei schon flott gegen früher, wo die Melcherei deren Weg krampf und zeitaufwendig war. Jetzt haben wir wenigstens auch mal Zeit, etwas für sich zu machen. Und der Feierabend sei auch eins vor dem Feister werden. Die Bauernleute im Oberdorf haben sichtlich genossen, ein bisschen mehr füreinander da zu sein. Der Grossetti, auch am grossen Holztisch hockend, die Ellbogen aufgestützt und den Kopf schier in die Hänge tragend, hat vor sich hergebrümmelt, ein paar Knöpfe drücken und in eine Fernsehröhre gaffen. Dem sagt man heute Bauern. Ein Schang, nichts als ein Schang. Wie meistens, wenn Etti etwas gemöffelt hat, ist er nicht beachtet worden. Nur das Bädli, seine Frau, die hinter ihm die Suppe in einem dunkelbraunen Tongeschirr auf den Tisch gestellt hat, ist ihm mit der Hand über den Kopf gefahren und hat ruhig zu ihm gemeint, Etti, es ist heute anders als früher. Die Jungen müssen in die Zukunft schauen. Er hat wieder etwas vor sich hergebrümmelt, aber diesmal niemand verstanden und so auch niemand beachtet hat. Die Laura hat hier am Grossi von den schönen Blumen erzählt, die sie heute Morgen zu bunten und fantasievollen Sträußen zusammenstellen. Sie ist als Floristin im zweiten Lehrjahr und erzählt immer voll Begeisterung von ihrem naturnahen Beruf. Der Lörl, der gerade in der 8. Klasse ist und sich mit dem aus seiner Sicht unlogischen Franz- und Englisch muss auseinandersetzen, ist nicht halb so begeistert von seinem momentanen Wirkungsfeld. Er futtert derweil über das fremde Gerät, das die Mutter zur Mäßigung muss anhalten. Er werde den einen schon noch sehen, wie wichtig gerade das Englisch sei. Der Vater hat auch gerade nachgedoppelt und gemeint, wenn ich nicht ein bisschen Fremdsprachenkenntnis hätte, könnte ich mit dieser neuen Melcherei nicht gehen. Die Manuel sind ja alle nicht auf Deutsch, sondern in dieser internationalen Sprache geschrieben. Da hat Rösli laut angefangen lachen und sagt vor allem zu Tino, genau du Sprachgenie. Wie einmal, wo der Delaval angerufen hast, du müsstest eine Reinigungstube haben, für die Melcherei wieder in Gang zu bringen. Nach langem Hin und Her hat sich hier aber herausgestellt, dass in Anleitung gestanden ist, Clean Tube Before Connect, was so viel heisst, wie putzt das Rohr, bevor es wieder anschliess ist. Nicht vor einer Reinigungstube. Grosses Gelächter hat die Tischrunde erfüllt. Bis auf den Bauer, der hat es gerade nicht so witzig gefunden. Sogar der Grossetti, der von all dem nichts verstanden hat, hat sich bei dieser Auslacherei anstecken lassen. Ist schon gut, Mutter, hat der Dino gesagt. Das ist halt nicht so einfach wie ein Rezept im Kochbuch, wo alles auf Deutsch geschrieben ist. Nach dem ausgiebigen und unterhaltsamen Mittagessen haben sich alle irgendwo herverzogen und haben es noch etwas verdauen. Oder sie haben es auch alle im Sinn gehabt. Beim Bauer auf dem Handy ist nämlich ein Glüht losgegangen und die Sprachnachrichten haben ihm den kleinen Bildschirm gefüllt und angezeigt, dass etwas mit der Milchmaschine nicht in Ordnung ist. Am Rösi hat er erklärt, er müsse gerade sofort schauen, weil in der Nachricht etwas von Fatal Error mit einem komischen Code gestanden sei und das heisse gerade gar nichts Gutes. Der Dino ist schon ein Moment um die Maschinerie umgeschnackt und gestanden, hat am einen oder anderen Ort eins dran geholt und alle Schläuche kontrolliert. Nichts ist da dabei passiert oder rausgekommen.
genervt und schaurig gestresst von dieser nicht funktionierenden Geräterei, den ungeduldigen Kühen, die brüllend vorne dran gestanden sind und hätten wollen Gab melken, ist er ins Melkbüro zum Steuerungscomputer gesprungen. Vor dem Bildschirm stehend, hat es dort nur farbig geblinkt und geleuchtet und ab und zu sind unterschiedliche Meldungen angezeigt worden, die er eben auf Englisch nicht verstanden hat. Ein Moment hat der sichtlich überforderte Bauer probiert, mit dem Übersetzungsprogramm von seinem Handy die Anzeigen zu interpretieren. Gerade so gut hat er seine Kühe um Rat fragen können, dann wäre etwa gleich viel dabei rausgekommen. Und auch noch ein Lutz, wenn ein Trans Horni losgegangen ist, um auch auf die Störung aufmerksam zu machen, ist ihm der Geduldsfaden gerissen und er ist fluchend, so dass es dem Pfarrer dabei schlecht geworden wäre, aus dem Stall ins Haus übergeschonet. Im kleinen Büro, wo ihre Nische im Gang vom Bauernhaus eingerichtet ist, hat er sich hinter einen nagelneuen und bunt glänzenden Ordner gemacht. Die Bäuerin hat ihn gefragt, was er mache, hat aber ausser wieder ein paar Schimpfwörter nichts aus ihm herausgebracht. Der Bauer hat im Ordner eine Notfallnummer herausgesucht. Die hat er mehrere Mal auf dem Handy neu eingeben, weil die nette und weibliche Automatenstimme auf der anderen Seite eine Nummer wollte, die man von Hang eingeben muss. Aber bis der Bude-Alba am vermeintlich richtigen Ort auf dem Smartphone gedrückt hat, ist die Stimme weg und das Telefon hat wieder abgehängt. Dazu hat er vom Schwitzen ein seichnasses Hemd bekommen. Es hat ihm von Stirn über die Augen runter auf den Ordner getropft und die feuchten Schweißhänge hat es auf dem Display vom Handy fast nicht mehr angenommen. Das hat nicht geholfen, um die Sache zu beruhigen. Nach langem ist er beim technischen Support, also die Leute, die ihm bei Problemen helfen sollten, gelandet. Ein gelassener junger Typ hat von ihm auf einmal eine Reihe administrative Informationen wollen. Von Seriennummern, Adressen, Besitzer, letztes Wartungsdatum, Anlagentyp und, bis es dem Landwirt den Nuki rausgetatscht hat, und er dem Bürstu am anderen Leitungshandy Algo-Chang just gesagt hat. Weiterhin ruhig hat der Typ gemeint, der Bauer müsse zur Anlage hergehen, so dass sie gemeinsam ein paar Sachen können durchchecken. In immer noch zunehmender Täube ist der Tino mit dem Handy am Ohr wieder in den Stall übergelaufen und hat da dabei schier den Grossetti über den Haufen gesäckelt, wo ihm vom Stall her gegen das Bauernhaus entgegengekommen ist. Der Grossetti wollte noch etwas zu ihm sagen. Der Bauer hat aber nicht zugelassen, hat der Etti einfach stehen und ist rübis und stübis im Stall verschwunden. Wo er dort nach Anleitung von seinem Supporter vor dem Bildschirm stand, hat der Monitor ausgesehen, wie nie etwas wäre passiert. Auch die vorher so aggressiv heulende Sirene war plötzlich nicht mehr zu hören. Durch die Scheibe im Melchbüro hat er zur Melchanlage gesehen, wo gerade eine von den vorher noch ungeduldig wartenden Kühen sich in einem Seelenfrieden hat lassen melken. Der Dino hat die Welt nicht begriffen und wo der Typ am Telefon noch sagt, er habe sich auch eine Tosche, er könne online keine Fehler feststellen und nach dem System sei ja gerade eine Kuh am Melken, ist Dino mit einer Blutleere im Ring fast ohnmächtig geworden. Der Bauer hat sich auf den Stuhl runtergefallen und hat noch ungläubig auf den Bildschirm geschaut, wo der von Delaval online mit ihm zusammen ein paar Testwerte hat überprüft. Schlussendlich hat sich nichts anderes herausgestellt, als dass das System neu gestartet worden sei und sonst alles in Ordnung ist. Geschlagen hat der Bauer sich bedankt und das Telefon wieder abgehängt. Mittlerweile war es schon toll im Nachmittag drin und der Bauer hat dringend einen Kaffee fertig haben.
nachdem er im Stall nochmal alles auf seine Richtigkeit überprüft hatte. Am grossen Küchentisch ist bereits der Grossetti, das Grosse und der Junior gesessen. Der Leroux war noch gerade in den letzten Zügen von seinen Aufzügen und hat nebenbei etwas mit dem Etti gestichelt. Die Rösi war im Nachbardorf am Einkaufen und Laura musste noch arbeiten. Der Dino ist mit dem Kaffee, der mehr als üblich Schnaps drin hatte, auch zu dieser lockeren Gesellschaft an den Tisch gesessen. Er hat gerade von seinem abverreckten Nachmittag erzählen, wo Grossat anfängt zu berichten. Was war echt das für ein gespässiges Lärmen heute Mittag? Ich war auf dem Stubensofa am Fusen, wo plötzlich eine laute Sirene gegangen ist. Ich bin dann in den Stall schauen, weil ich gedacht habe, es sei etwas passiert. Im Stall war niemand. Und im Büro dort ist der Fernseher gelaufen, ohne dass jemand geschaut hat. Die glauben nicht, wie lange ich hatte, bis ich den abstellen konnte. Er hatte nicht an einem einzigen Ort einen Knopf zum Drücken. So habe ich dem halt den Stecker rausgezogen und ihn dann wieder eingesteckt. Und als ich wieder aus dem Stall bin, hat endlich auch die Sirene wieder Ruhe gegeben. Eine verrückte Sache ist das heutzutage. Da kommt keine Menschenseele mehr nach. Am Bauer ist es wie Schuppen von den Augen gefallen, wo ihm bewusst worden ist, dass er nur das ganze System neu müssen starten musste und so die Aufregung hat können vermieden werden. Erzählt hat Dino das vorläufig noch gerade niemandem. Dafür hat er nochmal ein zweites, mindestens so kräftiges Kaffee fertig angerührt. Ich wünsche euch allen zusammen eine gute Zeit.